Hi, ich grüße euch hier aus dem Nebel zur Fortsetzung der Videoreihe Karpfen und Wels am Baggersee, zu dem Versuch, ob man das Angeln auf beide Fischarten einigermaßen stressfrei, aber zeitgleich auch erfolgreich verbinden kann. Der Anfang war ja wirklich grandios. Wir waren wirklich überrascht, dass wir direkt das Karpfenangeln so ins Laufen bekommen haben. Und dann noch gleich der Wels zu Beginn der Fischerei. Absoluter Wahnsinn. Den ersten Teil blende ich euch mal hier oben ein. Da gibt es auf jeden Fall auch ein fettes Gewinnspiel. Also schön in die Tasten hauen. Schaut es euch an. Wie geht es nun weiter? Werden wir das Level halten können? Werden wir weiterhin erfolgreich beide Fischarten beangeln und fangen können? Oder war es das schon? Es bleibt auf jeden Fall mega spannend und ich möchte euch nicht länger warten lassen. Ich würde sagen, wir gehen direkt zurück zum Baggersee. Film ab! Na komm, komm, komm! Ja, die Bremse muss er ja schaffen, aber irgendeiner spielt. Das ist echt verrückt. Du liegst jetzt wieder 10 Minuten auf dem Spot, aber so ein Partikelmix lockt halt sofort Fische. Kann nicht sein, dass es ein Weißfisch ist. Schauen wir mal. Aber sie gehen an. Na, rupft da rum. Vielleicht kriegen wir jetzt einen guten Wallerköder. Könnte eine Brasse sein. Ich glaube nicht, dass das ein Karpfen ist. Aber das wäre perfekt. Haben wir gleich unseren Köder für die zweite Boje heute Abend. Und was für ein Klodeckel, Jungs. Ja, das ist das, was ich vermutet hatte. Oder wo wir gestern schon im Boot kurz drüber gesprochen hatten. Wenn man mit Partikeln füttert, kriegt man schnell Fisch auf den Platz. Aber natürlich auch große Weißfische. So. Und die wird als Welsköder, ist schon ein großer Happen, aber wir wollen noch probieren, großen Waller zu fangen. Da wird es dran glauben müssen. Petri Heil, schöne Brasse. Das ist jetzt definitiv keine Brasse. Abfahrt.
Was wirklich direkt auffällt, seit die Nacht rum ist und das Tageslicht Einzug erhalten hat, kriegen wir nur noch Aktion auf den gelben Poppy. Ist halt sehr auffällig unter Wasser. Gestern in der Dunkelheit sind die Fische auch gut auf die Bodenköder angesprungen, wenn sie Futter suchen hier im See. Aber jetzt so ein Neon-Poppy, so eine gelbe Leuchtboje da am Grund, sorgt natürlich für Aufsehen. Ist sehr auffällig und wird sofort genommen. Aber das hier ist keine Brasse. Das sieht gut aus. Steckt dort unten. Nicht gut. Wahnsinn, was die Fische Power haben. Here we go again. Der ist guter Fisch. Der zückt den Zeomeron. Wahnsinn. Zückt uns da einmal über den See drüber. Größter Fisch vom See. Irgendwas. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt Kuno, den Killerkarpfen, hier am Band. Der Fisch kommt nicht hoch. Verkauft sich gut. Kinder. Vielleicht. Diese komischen Kopfschläge im Weg. Ich glaube schon, dass es ein Baller ist. Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare vom Video schreiben, was ihr glaubt, was hier zieht. Also ich glaube mittlerweile, es könnte ein Welt sein. Martinho sagt immer noch, der Riesenkarpfen. Aber kam eben ein paar Blasen hoch, machen Waller ja oft, wenn sie dann so
so langsam zur Oberfläche hochkommen, dass sie Luft rausdrücken. Guck mal, jetzt kommen richtige Blasen. Seht ihr das? Top, die Wette gilt. Ich sage Welt, Martin sagt Karpfen. Und was sagt ihr? Schreibt's mal rein. Ja, das wieder mal völlig recht gehabt. Ich habe immer recht. Nee, aber krass. Da schlürft er sich so einen kleinen 16 mm Ananas-Pop-Up rein. Unglaublich. So ist wieder mal recht gehabt. Ja. Eieiei, verdächtige Blasen. The Catfish is coming. Zum Glück sind wir ja zum Karpfen und Welsangeln hier am Baggersee. Und da haben wir die Wallerhandschuhe an Bord. Gestern Abend hatte ich keine am Start. Waren die Hände schön verballert. Aber Martin hat jetzt welche. Ja, wie steht's denn jetzt? Ich glaube, wir haben 5 Karpfen, einen Waller auf die Boje und einen Waller jetzt beim Karpfenangeln. Also läuft unser Versuch, beide Fischarten miteinander zu verbinden. Wahnsinn, Wahnsinn. Schaut euch mal den kleinen Köder an, das dünne Vorfach und den Fisch. Jetzt kannst du dir deine Hose auch mal einsauen. Gefällt mir schon drauf. Ja. Kann man nichts sagen. Petri Heil, mein Güster. Petri, danke. Hat man nicht alle Tage. Keine Frage. Und wir dachten schon, das ist Kuno, der Killerkarpfen. Hier ist er, unser Wallerköder. Unglaublich, aber ihr habt es ja selbst gesehen. Und das Tolle an den Poppys ist, können wir direkt wieder ablegen. Köder ist nichts passiert. Kann direkt wieder raus. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Also ihr seht, das ist jetzt natürlich irgendwo ein Zufallsfang, aber es gibt schon viele Seen, wo Karpfenangler unterwegs sind, Futter bringen, wo sich die Walle dann auch irgendwann auf die leichte Nahrung einstellen. Und ihr seht, so viel zu dem Thema, ein Waller sieht nichts. Ich bin mir ganz sicher, dass die gelbe Farbe hier dieses Köders über dem Partikelteppich, vielleicht waren dort Weißfische gerade am Fressen. Der Waller steht hinten dran als Raubfisch und dass die gelbe Farbe den Waller ja, gelockt hat. Dann hat er gedacht sich, das nehme ich mit. Petri Heil. Alter Vater. Da will man einmal Mittagsschlaf machen. Einmal. Und da beißen beim Angeln Fische. Abfahrt. Einmal Mittagsschlaf machen. Aber so wie es aussieht, kriegen wir so auch unsere Wallerköder. Ich könnte mich, glaube ich, jetzt auch den Brassenfred nennen. Wenn ich wieder eine Brasse. Aber ihr seht, wie vielseitig so ein kleiner auffälliger Pop-up ist. Karpfen, Waller und Weißfische. Könnt ihr alles mitfangen am Baggersee. Ihr braucht nicht mal Fiedern, um eure Wallerköder zu bekommen.
Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Wieder ein starker Prassen. Wieder ein starker Prassen auf den gelben Poppy. Vielleicht verliert der Prassenfred jetzt seinen Namen. Definitiv wieder ein Karpfen. Wahnsinn. Wahnsinn. Und zum Mittag hin kommt die Sonne raus. Wird richtig schön. Wir wollten eigentlich gerade ein bisschen Mittagsschlaf machen oben, ein bisschen ausruhen, bevor es ans Vorbereiten der Wallermontagen geht. Aber ihr seht ja selbst, wenn man beide Fischarten verbindet oder versucht zu verbinden, dann findet man nicht viel Ruhe. Aber sagen ja alle immer, Angeln ist erholsam, ruhig. Hier geht es nur vorwärts. Aber ich glaube, den könnte man vom Ufer kriegen. Die kurze Rute mit dem Bodenköder. Wasser. Aber nur Schubis. Vor 2 Monaten war ich im Osten unterwegs zum Karpfenangeln. Da kamen eigentlich nur Spiegler. Und hier in Bayern am Baggersee sind die Schubis unterwegs. Toller Schuppi, toller Kämpfer, da lässt man sich gern mal beim Mittagsschlaf stören. Der nächste Köderfisch. Martinho, Action! Wir brauchen Köder! Oh, das ist aber, glaube ich, kein Köderfisch. Tropft ein bisschen im Kraut. Und 2 Prassen haben wir. Schauen wir mal, ob wir den da durchkriegen. Wo wir fast müssen wir immer ins Boot gehen. Es ist halt wirklich Wahnsinn, wie sich die Fische in diesem Krautgürtel, der vom tiefen Wasser hoch in die Uferkante verläuft, festschwimmen können.
Nichts mit Köderfisch. Nichts mit Köder. Jawoll! Wieder die Leuchtkugel. Puh! Also, definitiv nicht der Köderfisch, aber schönes Ding. Petri? Wahnsinn! Petri Heilmann, Güster. Petri, danke. Martin und ich, wir haben uns jetzt mal besprochen, das Karpfenangeln läuft ja wirklich rasant und mega super, aber wir stehen jetzt vor dem Problem, wir haben jetzt bald nicht mehr viel Futter. Wir haben ja auch keine Riesenmengen dabei gehabt. Wir konnten ja nicht damit rechnen, dass die Fische hier so drauf abfahren. Wir werden jetzt hier unser Karpfen-Setup ein bisschen umbauen. Wir werden eine Rute komplett rausnehmen. Da haben wir natürlich dann auch den Vorteil, dass wir eine Wallerrute mehr einsetzen können. Denn ich glaube, bei der großen Wasserfläche hier ist es doch sehr ratsam. Wir wollen ja Karpfen- und Wallerangeln bestmöglich verbinden. Uns jetzt erstmal mehr auf den Wels einzuschießen, und da haben wir mit drei Ruten draußen natürlich größere Chancen, Fische zu fangen als mit zwei, und finden auch schneller die Plätze, wo die Fische unterwegs sind, wo die Fische fressen, und werden eine Karpfenrute also ganz rausnehmen. Die Rute mit dem gelben Poppy, wo wir hauptsächlich Partikel als Beifutter benutzt haben, und uns jetzt rein nur noch auf die Boilies konzentrieren. Nur noch ein Futterplatz, da kommt jetzt das ganze Futter drauf, was wir noch da haben. Aber auf die Partikel werden wir verzichten, die bleiben am Ufer. Denn ich glaube, so können wir auch ein bisschen die Brassen umgehen und vielleicht auch die kleineren Fische. Denn ich glaube, so ein großer Karpfen, wenn der da einen leckeren Bereich findet, wird er die kleinen Fische wegdrücken. Kommt ein bisschen mehr Ruhe hier ins Angeln rein, weil es ist ja wirklich übertrieben gesagt, alle zwei, drei Stunden hier so ein Fisch abgelaufen, und da kommst du auch nachts kaum zum Schlafen. Natürlich sind wir mega happy über die Situation, aber jetzt, dadurch, dass wir auch natürlich zwei Zielfischarten, zweimal das Angeln auf unterschiedliche Fischarten hier bestmöglich miteinander verbinden wollen, kommt der Rotpot weg, eine Karpfenrute kommt komplett weg. Wir setzen nur noch auf eine Karpfenrute mit einem großen, auffälligen Köder. Vielleicht auch, den die Kleinen dann immer so einfach ins Maul bekommen, um noch gezielt einen dicken Karpfen abzuholen. Abfahrt, auf geht's! Unser Setup ist vorbereitet. Jetzt gehen wir hoch zu Martin, der baut die Montage zusammen. Und dann kommt die Falle ins Wasser, und dann müssen die Welsruten raus, damit wir nicht wie gestern Abend wieder die ganze Zeit verspielen und nur eine Rute in der Dunkelheit setzen. Wir setzen jetzt unser ganzes Vertrauen auf eine Rute. Wir werden dabei einen größeren Köder verwenden, um die Fischgröße ein bisschen zu selektieren. Wir wollen probieren, noch einen dicken abzuholen. Deswegen kommt jetzt hier eine richtige dicke Kugel zum Einsatz, 24 mm, und obendrauf, um das Gewicht ein bisschen zu reduzieren und um den Köder auffälliger zu machen, noch einen schönen gelben Pop-up. Für den Platz hier haben wir uns entschieden, zwischen den beiden Bäumen am Schilfgürtel. Der hat schon geliefert, und hier wird unsere einzige Karpfenrute jetzt abgeparkt. Großer Köder und hoffentlich große Fische.
müssen wir ins Boot und kriegen nicht weiter. Definitiv die beste Entscheidung, die wir treffen konnten, bei den Karpfenruten eine rauszunehmen und dann das bisschen Futter, was noch da ist, auf einen Platz zu konzentrieren und dort einen größeren Köder anzubieten. Die Bissrate nimmt zwar jetzt etwas ab, jetzt sind wir mal gespannt, ob bei Martin auch der Plan aufgeht. Brutal, wie die hier in das Kraut reinziehen. Muss ich schon in die Hand nehmen, sonst kriegst du es. Nur ist weg, nichts mehr dran. Verloren. Schade, aber passiert. Schaut euch mal diesen Krautteppich hier an. Da ist er komplett reingesemmelt. Aber das Vorfach ist da, die Montage ist da, nichts ist verloren gegangen, nichts ist abgerissen, das ist die Hauptsache. Aber den haben wir verloren. Ja. Das ging so schnell. Habt ihr gesehen, wie der am Ufer losgefegt ist? Und hier direkt ins Uferkraut rein. Und da können sie sich dann natürlich auch den Haken abschütteln. Weiter geht's. Wer Fische fängt, muss auch Fische verlieren können. Das ist Angeln. Vielleicht liegt das Ausschlitzen des Fisches jetzt auch an unserem Inlineblei, an unserem Festblei. Das wirkt natürlich dann ganz anders auf den Haken als so eine Safety-Clip-Montage, wo das Blei sofort ausklingt, wenn der Fisch in Hindernis geht oder richtig abfährt. Aber dafür haben wir das Blei noch an der Montage. Müssen wir jetzt mal testen. Schauen wir mal, ob es jetzt wirklich am Blei lag oder einfach nur Pech war. Es ist später Nachmittag, es wird Zeit, unsere Ballerruten jetzt endlich vernünftig vorzubereiten. Gestern Nacht hatten wir bereits Glück, aber jetzt wollen wir noch zwei weitere Ruten auslegen. Zum Einsatz kommen wird auf jeden Fall die Bojenmontage. Die Bojenmontage ist prädestiniert für solche Seen, denn wir können mitten im Gewässer unseren Köder an Ort und Stelle super präsentieren. Jetzt brauchen wir aber erstmal ein bisschen Energie. Holly, mein neuer Partner. Es gibt 7 verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich habe mir wieder so ein Taster-Pack hier eingepackt. Das ist ein Energy-Drink, den ihr euch selber herstellen könnt. Diesmal testen wir mal den Tiger. Enthält kein Zucker, kein Taurin, mega gesund und viel, viel günstiger als ein herkömmlicher Energy-Drink, wenn ihr euch einen im Supermarkt holt. Ganz einfach und schnell zubereitet. Pulver in den Shaker rein. Ja, Fini, das ist fein, gell? Das riecht echt lecker. Mit Wasser auffüllen. Das ist nichts für dich. Das ist nichts für dich. Shaker verschließen. Schütteln. Mega lecker. Der Tiger schmeckt zum Beispiel nach Ananas.
kann was. Ich blende euch unten in der Videobeschreibung einen Code ein. Ihr könnt mit Stefan 5 Euro als Neukunden auf das Taster-Pack hier sparen. Ich finde es mega. Kann man sein Wasser ein bisschen aufpimpen und hat nicht so langweilige Getränke beim Angeln dabei und hat Energie. Und die brauchen wir jetzt. So. Für die großen Brassen, die wir als Beifang jetzt beim Karpfenangeln hatten, werde ich auf jeden Fall auch ein relativ flexibles Vorfach bauen müssen. Ich werde auf jeden Fall einen großen Einzelhaken einsetzen, unseren Blackhead Mega Hook 10-0. Und die Ghost Hooks werden zum Einsatz kommen. Flexibel muss das Vorfach sein, weil ich kann es jetzt nicht passend auf den Köder binden. Das sind riesen Köder, ich muss das mir nachher noch direkt richtig anpassen. Deswegen werde ich ein Kombivorfach bauen. Ich zeige es euch nochmal schnell, wie es funktioniert. Ihr braucht für das Kombivorfach einmal 1,2 mm Mono und die Zeusleine in der 80er Stärke, im 80er Durchmesser. Super abriebsfest, da brennt nichts an. Im ersten Arbeitsschritt zieht ihr euch hier so ein gutes Stück von der geflochtenen runter, ruhig 40-50 cm. Ans Ende vom Geflecht kommt ein kleiner Knoten. Hier wird jetzt der Ghost Hook fixiert. Der Ghost Hook ist der perfekte Haken, um seitlich auf den Köder draufgesetzt zu werden. Vor allen Dingen bei solchen großen Ködern. Der Waller wird irgendwo vom Kopf oder vom Schwanzbereich angreifen. Können wir denn schön hier im vorderen Kopfbereich mit diesen kleinen Nadeln einsetzen. Steht schön aggressiv ab. Springen schon die Fische. Wahnsinn. Also ich glaube, die Karpfenbrute wird gleich wieder abpfeifen. Ich fixiere den Haken mit dem No-Knot. Lege mir im hinteren Bereich vor den Nadeln die Schnur an. Gehe 6-mal zurück. Und gehe mit dem Geflecht vorne zum Öhr. Wieder raus, zack, sicher fixiert, ganz einfach und ganz schnell. Kleines Stück Gummi kommt jetzt drauf, lege ich da gerne oben drüber. Ganz kurzes Stück, vielleicht einen Zentimeter, nur dass die Wicklung im Knoten geschützt ist. So sieht es dann aus. So, ans andere Ende eures Geflechts kommt jetzt eine Schlaufe. Ans Ende der Schlaufe ein kleiner Sicherungsknoten, dass er auf jeden Fall nicht aufrutschen kann. Überstehende Ende abschneiden. Mit der Schlaufe geht er jetzt durch das Öhr von eurem Mega-Hook. Schlauft einfach euren Ghost-Hook jetzt hier ein. Geht auch ganz einfach. Hinten durch. Zack. Und legt euch das jetzt so schön an. Der flexible Bereich ist jetzt schon fertig gebaut. Jetzt gehen wir mit dem Mono oben drauf für den steifen Bereich. Circa 1,50 Meter, zieht er euch runter. Geht jetzt mit dem Ende der Mono oben durchs Öhr. Fixiert das Ganze schön am Hakenschenkel. Und wickelt das Mono 6-mal zurück. Schön eng nebeneinander wickeln. Und mit der anderen Schnurseite der Mono wieder durchs Hakenöhr vorne rausgehen. Das geht bei unseren Mega-Hooks problemlos, denn die haben ein sehr, sehr großes Öhr. Da kriegt ihr auch schön die dicken Schnüre jetzt hier durchgewickelt. Zack, anspannen. Und schon ist das Ganze fixiert. Hier hinten das abstehende Ende senke ich dann noch mal gerne immer mit dem Feuerzeug an, dass es so ein Schmulst hier bildet und so ein bisschen zusammenschmilzt. Da kann auf jeden Fall jetzt nichts mehr auseinanderrutschen. Kurzes Stück Gummi drüber. Nur so weit drüber schieben, dass der obere Bereich perfekt in sich geschlossen ist und das Hakenöhr schon zum Vorschein kommt. So habt ihr den perfekten Hakeffekt später, wenn der Biss kommt. So, ans Ende von der Mono kommt noch ein Wirbel. Und dann
kann man es schon mit unserer Hauptschnur verbinden. Hier nutze ich auch ein kleines Stück Gummischlauch, um dann den Wirbelknoten, das Auge, perfekt abzuschließen. Zack, durchgehen. Zweimal durch das entstandene Öhr legen, zurückführen, straffen und mit dem Achterknoten abschließen. Zusammenziehen nochmal ordentlich. Das letzte Stück Gummi drüber schieben. Überall Springfische. Der Wahnsinn. So, das überstehende Ende abschneiden. Der Abschnitt gehört natürlich nicht auf den Boden, sondern auf den Tisch. Räumen wir nachher in den Müllsack. So, und euer Kombi-Vorfach ist ready to rock. Und hier haben wir jetzt ganz toll die Möglichkeit, durch Wickeln über den Einzelhaken das Vorfach der Ködergröße anzupassen. Aber ich glaube, so weit muss ich gar nicht wickeln bei der XXL-Brasse. Da brauchen wir schon einen großen Hakenabstand. Das Vorfach verbindet ihr jetzt mit eurer Hauptschnur. Hier könnt ihr den Knoten einsetzen eures Vertrauens. Ich nehme da seit Jahren den gleichen Knoten. Anglerknoten wird er, glaube ich, genannt oder Grinnerknoten. Siebenmal um die eigene Achse, durch das Öhr hier unten durch, zusammenziehen, kleinen Sicherungsknoten unten drauf. Zack. Darüber läuft eine Gummiperle als Schutz für das Blei, damit es nicht permanent auf den Knoten und auf den Wirbelring draufballert. Blei kommt, ein 100 Gramm Blei zum Einsatz, reicht vollkommen aus, wir haben keine Strömung. Rüber ein Stopper fürs Blei und dann auch ein 100 Gramm tragender Wallerschwimmer. Über eurem Schwimmer läuft ein frei laufender Wirbel zur Aufnahme der Reißleine. Und so sieht das ganze Setup aus für die Wallerjagd jetzt hier im Baggersee. So, jetzt bereiten wir noch unsere Boje vor. Stein muss gebunden werden, Bojenschnur ins Boot. Köderfisch geholt und dann Rute raus. In 2 Stunden ist es wieder dunkel und diesmal wollen wir nicht so einen Stress haben wie gestern Nacht. Abfahrt. So, das hält perfekt. Wir haben uns so flache, hinten das Betonplatten, die andere auf den Müll schmeißen, mit an den See hierher gebracht, denn hier finden wir keine Steine. Und solche flachen Betonplatten, solche Abfallsteine hier, die legen sich schön flach auf den Grund des Gewässers, saugen sich da fest und bieten das optimale Gewicht für eure Bojenmontage. So, und jetzt fahren wir mal raus. Wir gucken uns erst einmal den Spot jetzt genauer an, wo wir gestern Nacht die erste Aktion hatten. Setzen die Boje nochmal vernünftig und dann kommt die zweite Boje ins Wasser. Und mit der dritten Route, die wir jetzt einsetzen wollen, müssen wir uns was überlegen. Wahrscheinlich werden wir die Freestyle angeln, denn wir haben nur 2 Bojen dabei. Wir wollten ja ursprünglich mal 2 auf Karpfen und 2 auf Wels. Planänderung, aber da werden wir auch eine Möglichkeit finden, an irgendeinem Baum anzubinden. Aber jetzt setzen wir erstmal die Bojen vernünftig. Ganz schön großer Köderbrocken, aber für den richtigen Waller sollte es kein Problem sein. Auf jeden Fall ein auffälliger Köder hier im Freiwasser am Baggersee. Der Wels wird den Köderfisch entweder am Kopfbereich oder am Schwanzbereich angreifen. Ein richtiges Monster am Baggersee wird ihn komplett schlucken. Aber diese beiden Bereiche, Kopf und Schwanz, müssen auf jeden Fall mit einem Haken ausgestattet sein. Mit einem Haken versehen sein. Den Ghost Hook setze ich deswegen direkt hier hinten
hinter den Kopfbereich auf die Seite, mache mir da ein paar Schuppen weg. Zack. Guck mal, wie aggressiv der jetzt hier an der Seite sitzt. Und den Mega-Hook werde ich im Rücken fixieren, damit der Fisch schön aufrecht, möglichst real im Wasser präsentiert wird. Hier knapp hinter der Rückenflosse. Schuppen entfernen und durch. Hier hinten mache ich mir noch ein kleines Stück Gummi drauf. Also Fakt ist, dass wir mit so einem Köder wahrscheinlich keine Hechtattacken bekommen werden. Denn das kommt häufig vor beim Angeln in den Baggerseen. Der Hecht ist ja ein allgegenwärtiger Räuber. Aber ich glaube, hier kriegt selbst der Hecht Angst. Damit der Köder auch nicht auftreibt unter Wasser und sich schön in die Montage unten reinhängt, denkt immer dran, bei frischen Köderfischen Schwimmblase kaputt machen. Ein Messer wäre da jetzt ideal, habe ich nicht zur Hand, aber mit der Schere soll es auch gehen. Ihr geht hier unten durchs Afterloch rein und zerschneidet die Schwimmblase. Mit dem Messer könnt ihr sie zerstechen, ist der Schwimmkörper kaputt, zischt dann so leicht. Okay, passt. So, bringen wir mal unseren XXL-Köder raus. Der See fällt sehr harmonisch ab auf einer Wassertiefe hier im vorderen Bereich von 6 Metern. Kante geht ganz langsam nach unten. Und wir fahren jetzt mal auf die andere Seite in den Bereich, wo wir gestern Nacht schon Glück hatten. Diese aufsteigende Kante läuft wie so eine kleine Kiesinsel, so eine Sandspitze raus. Hier in der aufsteigenden Kante seht ihr schon gut Fischaktivität. Also das ist nichts Kleines hier. Das ist nichts Kleines. Hier geht die Kante schön langsam hoch. Und da werden wir die erste Boje jetzt nochmal genauer setzen. Hier liegt noch unsere Boje von gestern Nacht. Genau hier in den Krautgürtel rein. Ich ziehe sie jetzt noch ein bisschen nach außen. Aber eigentlich könnte man sie ja liegen lassen, hat ja Fisch gebracht. Ja. Die schweren Platten könnt ihr gut anheben. Noch ein bisschen weiter juckeln. So, hier lassen wir sie liegen. Jetzt kommt unsere Auslegeschnur. Die haben wir relativ lang gewählt. Umso länger der Weg der Auslegeschnur, also der Abstand von der Boje zu eurer Montage, desto unauffälliger angelt ihr auch. Schaut jetzt mal aufs Echolot, da seht ihr genau die Krautfelder noch. Und hinter den Krautfeldern, da präsentieren wir jetzt unseren Köder. Weil ich vermute, dass die Wälse vom Tiefen an die Uferkanten rankommen. Wo Kraut ist, sind auch Futterfische und auf jeden Fall hier ein Haufen Karpfen, das haben wir ja selber erleben dürfen. Und dort, 2 Meter über Grund, eigentlich im Mittelwasser, werden wir die Brasse jetzt mal präsentieren. Unser Ausleger hat eine Tragkraft von 30 Gramm. Das Reflektorband in der Mitte ist sehr hilfreich, um den nachts wiederzufinden. Wenn ein Biss kommt, damit der die Montage wieder findet und nachsetzen könnt. So. Dann haben wir 40er Mono dabei als Reißleine. Schneidet ihr euch ein kleines Stück runter, ans Ende jeweils eine Schlaufe. In die Mitte von der 40er mache ich noch einen Knoten rein, damit die Tragkraft ein bisschen geschwächt wird. So. Auf der einen Seite wird die verbunden mit dem Ausleger, auf der anderen Seite mit dem freilaufenden Wirbel oberhalb eures Schwimmers. Zack. Kleines Knicklicht kommt in den Schwimmer rein zur Tiefeneinstellung. So, und jetzt fahren wir mal gerade raus an den Platz, dass hier ein bisschen Spannung drauf kommt.
jetzt kommt unser XXL-Köder ins Wasser rein. Seht ihr, wenn jetzt Druck drauf kommt auf die Brasse, steht die richtig schön senkrecht im Wasser und fällt auf jeden Fall auf. Wir haben eine Wassertiefe von 4,90 Meter am Angelplatz. 1 Meter vom Blei und dann nochmal 2 Meter zum Blei hin, das sind wir 1,90 Meter über Grund. Und dann, weil er hier vorbeizieht, wird es auf jeden Fall wahrnehmen. Ans Ende der Montage, einfacher Schlag übers Knicklicht. Zack. Ihr seht jetzt schön, wie es an die Boje ranläuft. Reißleine, Ausleger zur Boje und hier der Weg zur Route. So, und jetzt geht's zur Blanzufahrt. Das Wetter ist wirklich ideal. Der Herbst erhält Einzug. Es gibt mal wieder ein bisschen Regen ab. Es ist nicht mehr so warm wie die letzten Tage. Der Mond, wir befinden uns in der Vollmondphase. Sonne, Regen und ab und zu ein paar Wolken. Die Morgenstunden sind stark vernebelt. Ja, die Fische haben Bock. Dann gehen wir lieber ins Boot. Ja. Nächste Chance für Martin. Die Bisse werden deutlich weniger. Aber schauen wir mal, ob die Fische größer werden. Auf jeden Fall jetzt nicht so gezappel in der Rudenspitze, die ist schwerer. Oh ja, der sieht schon besser aus. Ist ein schöner Schuppi hier. Starker Fisch, starker Fisch. Jawohl, Petri Heil. Der Plan scheint zu funktionieren. Der Plan scheint zu funktionieren. Die dritte Aktion jetzt erst auf unserer Single-Route. Heute früh den Fisch haben wir verloren und jetzt ist er uns ins Netz gegangen und definitiv werden sie größer. Der Plan geht auf. Blei ist noch dran, Fisch ist gefangen, richtig geangelt. So, und jetzt zeigt man euch mal den starken Schuppi. Wahnsinnsfisch hier am Baggersee. Es ist ja wirklich der absolute Wahnsinn, wie verhext. Wir bekommen es einfach nicht geregelt, unsere drei Wallerrouten irgendwie ins Rennen zu bringen. Wir sind jetzt schon auf eine Karpfenroute runtergegangen.
Die Aktivität der Karpfen am Baggersee ist ja wirklich verrückt. Ja, sowas erlebt man nicht immer, aber der Herbst, jetzt diese Zeit, ist prädestiniert dafür, dass die Fische noch mal richtig Fahrt aufnehmen. Auf eine Route runtergegangen. Diese Route läuft natürlich nicht mehr so häufig wie die anderen zwei zuvor. Aber haben wir natürlich gemacht, um ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen und um unsere Wallerruten endlich mal vernünftig setzen zu können. Eine Wallerrute ist jetzt draußen mit der XXL-Brasse, mit diesem Riesenköder. Ja, und wie wir an die nächste Route gehen wollen, whoop, pfeift schon wieder der nächste Karpfen ab. Eigentlich sollte die Videoreihe, die kleine geheime Insel, nur ein Zweiteiler werden. Aber es wird ein Dreiteiler. Es ist noch so viel passiert. Ja. Vor allen Dingen, als wir es geschafft haben, endlich die Wallerruten alle mal scharf zu machen, da ist es nochmal richtig abgegangen. Und das würde jetzt hier auf jeden Fall das Zeitlevel füllen. Wir haben ja jetzt schon fast eine Stunde Film wieder am Start. Deswegen hoffe ich auf euer Verständnis. Es wird bereits nächsten Sonntag der dritte und zugleich auch letzte Teil dieser Filmreihe kommen. Aus diesem Grund wird natürlich auch das Gewinnspiel von Video Teil 1 erweitert auf alle drei Teile. Ratet kräftig weiter mit. Ein bisschen was ist ja in diesem Video schon wieder passiert. Ein bisschen was ist dazugekommen. Auch wenn ihr euren Tipp schon abgegeben habt, dürft ihr trotzdem noch mal mitraten, nachdem ihr diesen zweiten Teil jetzt gesehen habt. Der Waller auf Boily, einige Karpfen sind noch dazugekommen. Und es wird definitiv sehr, sehr spannend und sehr, sehr fischreich weitergehen. Zu gewinnen gibt es eine Leech Polarisationsbrille und 4 Kilo Boilies. Ausgelost wird der Gewinn unter allen Teilnehmern, die unten in der Videobeschreibung, bei den Kommentaren, egal ob bei Video Teil 1, Teil 2 oder jetzt natürlich auch im dritten Teil, der nächsten Sonntag kommt, die richtige Anzahl aller gefangenen Karpfen und Welse tippen, schätzen. Da gehört natürlich etwas Glück dazu. Oder ihr müsst alle drei Teile rasend schnell durchgucken und dann habt ihr natürlich das Ergebnis. Macht mit, bleibt dabei. Nächsten Sonntag Teil 3, die kleine geheime Insel. Und dann kommen auch die Wels-Fans richtig auf ihre Kosten. Das verspreche ich euch. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Vielen Dank fürs Zuschauen und genießt den Herbst, der jetzt richtig stürmisch auf uns zukommt. Denn das verspricht nochmal eine richtig erfolgreiche Angelzeit. Bis nächsten Sonntag. Viele Grüße, euer Stefan. Ciao, ciao.